Hi meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe heute zwei ganz süße Gäste, zwei Bloggerinnen und wir haben eine ganz coole Challenge für euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe neben mir sitzen die Sophie vom Reblog und die Susanna von 24 Fashion. Hallo Mädels. Hallo. Und die Challenge ist, wir haben alle drei ein weißes T-Shirt, Cotton Made in Africa, also nachhaltig, und darum geht es dann auch. Kreiere ein Outfit rund um das T-Shirt mit nachhaltiger Mode. Weil ein bisschen war das Ziel natürlich auch, mit Vorurteilen aufzuräumen. Das heißt, zu zeigen, nachhaltige Mode kann sehr wohl ganz stylisch aussehen, ist auf gar keinen Fall langweilig und man tut was Gutes. Und ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, weil ihr entscheidet im Endeffekt, wer Challenge gewinnt. Also die Frage ist ja, was macht nachhaltige Mode eigentlich nachhaltig? Und bei den Sachen, die wir heute tragen, geht es um die Cotton Made in Africa Initiative, die eben die Baumwollbauern in Afrika unterstützt, indem man sie schult, effektiver anzubauen und eben einen höheren Ertrag zu haben. Und ich denke, das ist eben auch eine sehr nachhaltige Art der Unterstützung der Bauern, weil ich finde, wenn man so ein bisschen Geld spendet, das Geld ist irgendwann alle, aber Wissen vergeht eben nicht. Ja, genau. Das stimmt. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine super gute Sache. Ja, vielleicht machen wir so ein bisschen den Start, ne, und zeigen, dass das auf jeden Fall stylisch ist und nicht so langweilig. Dann kommen wir mal zu den Outfits, würde ich sagen. Sophie, fängst du mal an? Also ich habe mir ein Festival-Outfit ausgesucht, weil ich eine Festival-Liebhaberin bin. Vielleicht hat man schon so ein bisschen erahnt, als man mein Outfit gesehen hat. Ich habe mir das Denim-Latzkleid ausgesucht, weil es so ein bisschen derber ist, trotzdem schön luftig, weil man auf dem Festival ist ja meistens im Sommer, es ist schön warm. Dazu das weiße T-Shirt, das man jetzt gerade nicht so richtig sieht, weil ich diesen Parker mir noch dazu ausgesucht habe, weil abends, gerade wenn die Headliner spielen, wird es ja schon immer ein bisschen luftiger sozusagen, da hat man immer noch was dabei, was man sich überschmeißen kann. Und kombiniert habe ich das Ganze dann natürlich mit bunten Sneakern. Eigentlich gehören natürlich die Gummistiefel immer sicherheitshalber noch dazu, aber ich bin einfach Optimist und gehe davon aus, dass das Wetter schön wird, und dann trage ich lieber so leichtere Schuhe. Und Sophie, sorry. Beide mit S. Ich habe mein weißes Shirt ebenso wie Sophie mit einem Latzrock kombiniert, den ich super stylisch finde. Der ist aus Cord, was ganz praktisch ist, wenn man nachmittags auf dem Spielplatz rumlungert. Meine Idee war nämlich, dass ich dieses Outfit trage, wenn ich meinen kleinen Sohn von der Kita abhole. Also Cotton Made in Africa ist tatsächlich der Rock und das T-Shirt. Dazu gibt es aber die Brille und eine kleine Umhängetasche. Da passt so das Notwendigste rein. So, dann erzähl mal was zu meinem Outfit. Und zwar, mein Outfit ist so ziemlich chillig. Also ich mag das auch gerne in Form einer Haremshose, so ein bisschen Jogger-Style. Ne? Und meine Story ist, ich war eigentlich gemütlich draußen spazieren mit Kenzo, und dann hat meine Freundin angerufen und hat gesagt, mach dich sofort fertig und ich hole dich in 5 Minuten ab, du musst auf jeden Fall mitkommen, wir sind auf ein Event eingeladen. So, und ich hatte natürlich nicht viel Zeit, ja, und habe mir dann einfach nur schickere Schuhe angezogen und habe mir noch eine Kette umgelegt und war dann halt gestylt. Ich stehe auf Basic-Teile. Ja, so das T-Shirt, so ein weißes T-Shirt hatte halt ja eigentlich jeder. Ist natürlich noch besser, wenn es dann nachhaltig ist. Und die Hose fand ich super cool. Und dann habe ich natürlich noch eine Jeansjacke, weil ich finde, ich bin eine Frostbolle, und auch im Frühling, Sommer weiß man ja eigentlich nie, wie das Wetter hier ist. Ne? Ich mag auch die ausgefransten Säume total. Ja, ne, ist auch ein bisschen cool. Ist ja auch angesagt, ja. Ne? Von wegen, ja, hier ist es langweilig und nicht trendy. Also finde ich auch so richtig cool. Ist halt auf jeden Fall anders. Das ist mein Outfit. Wie ihr seht, kann nachhaltige Mode doch ziemlich stylisch aussehen. Also ich finde, die zwei Mädels sehen ziemlich cool aus. Und ich hoffe, wir konnten euch etwas inspirieren. Die Challenge müsst ihr jetzt sozusagen auflösen, weil wir haben abgeliefert und ihr schreibt in die Kommentare, welches Outfit hat euch am besten gefallen. Das von der Sophie, Susanna oder mein Outfit, einfach reintippen unten in die Kommentare. Und wenn ihr euch generell für das Thema Nachhaltigkeit interessiert, dann findet ihr entsprechende Links in der Infobox und auch die zwei Links zu den beiden Mädels. Und reinklicken lohnt sich, die machen ziemlich coole Sachen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ciao. Ciao.